Kommt mit Geralt immer nur in die schönsten Ecken der Welt, wo es regnet, dunkel ist und irgendwelche Monster im Hintergrund stehen. Da hinten über meiner linken Schulter von euch aus gesehen. Gucken wir mal auf den Weg nach Novigrad, was wir noch so unterwegs alles zu finden. Da sind schon wieder irgendwelche Viecher am Start. Ich müsste, glaube ich, echt mal skillen, dass diese Öle einfach noch länger halten. So, sind hier Banditen oder Monster? Ah, okay, Monsterhaut. Monsterhaut, sag ich schon. Monsternest. Das werden wir gerade mal beseitigen. Moderhaut, weil diese Ertrunkenen, die explodieren am Ende. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht daneben stehe, wollte ich sagen. Ja, oder ich nehme einfach jeden mit, das ist auch gar kein Problem. Einmal Bombe da rein. Okay. Das war das Monsternest. Wir gucken gerade mal rein, ob irgendwas drin ist, was mich... Ja... Ich nehme einfach alles mal mit. Ich glaube, davon habe ich einige Sachen noch nicht gehabt. Haben wir eigentlich im Glossar irgendwelche neuen Einträge? Ach, die Trauerschöpfe-Dings hier war das. Wer möchte, kann sich das gerade mal durchlesen. So, dann Weltkarte. Das lasse ich jetzt erstmal gerade weg. Ich möchte gerne hier oben rum. Ich weiß nicht, warum da eine Quest markiert ist für mich. Da war ich nämlich noch gar nicht. Aber okay. Move it. Werden wir uns auf jeden Fall auch mal geben. That's it, Roach. Ich hab kurz ein bisschen irritiert, wo es hier lang geht. Ah, wir sind auf der anderen Flussseite angekommen, deswegen sind jetzt auch wieder die Soldaten von Radovid am Start. Und hier scheinen sie so ein kleines Dorf befestigt zu haben. Okay, hier hoch, da ist erstmal ein Händler, da kann ich gerade mal das Stuff verkaufen, auf jeden Fall. Wobei der jetzt wahrscheinlich noch nicht wach ist wieder. Ah, hier auf jeden Fall auch eine neue Markierung, das ist schön. Wir sind jetzt eigentlich auch in einem anderen Gebiet, sozusagen in dem nördlichen Teil von Velen. So, Händler. Ist der wach? Ah, hier ist auch ein Schleifstein für mich. Bauer, das ist der Kaufmann. Wow. Show me what you have in stock. Okay, bei dem kann ich auf jeden Fall erstmal ein paar Sachen verkaufen. Das ist doch mal ganz angenehm. Das Problem ist, dass der nicht wirklich viel Gold dabei hat. Das ist zum Beispiel 123 Goldstücke wert, das würde ich ihm nicht verkaufen. 190, 217, 221. Kann ich ihm irgendwas abkaufen? Pergament. Schema Anfänger Rüstungsreparatur sind. Das wäre natürlich nicht so verkehrt, wenn ich das craften könnte. Das bringt halt auch nur 8 Goldstücke. Ja, nee. Reparatursets kann ich mir einfach mal holen, gerade die er dabei hat. Dann kann ich ihm immer noch eins von meinen Schwertern verkaufen. Die ich hier so über habe.
Das war's. Hat leider nicht irgendwie Pläne oder sowas dabei, die mir was bringen würden. Okay. So long. Dann bis später. You in a hurry? Eben mal kurz hier den Schleifstein benutzen. So ein leckeres Hühnerbrötchen reingezogen. Plötzlich hat sich's hier schon bequem gemacht. Faster. Und dann auf Richtung von der Quest, die uns. Ich weiß nicht, warum mir die angezeigt wird. Ob das irgendeine besondere Nebenquest ist oder so. Keine Ahnung. Aber hier vorne ist sie auf jeden Fall. Witcher! John Vernon, remember? He saved from the drowners. It was Coppolis then. Now, why? My purse is bursting. Mm-hmm. With coin that belonged to the refugees. Vengeance tastes sweet. I thought you'd come for your reward. I'll gladly pay, mind you. You saved my life, no two ways about it. But if you're looking for a bruising, well, you'll find it. Ach, der Typ ist das. Der da lag am Ufer. Das war, boah, bestimmt 20 Folgen her oder so, dass ich den gerettet habe. Ja, der raubt jetzt die Flüchtlinge aus. Super. Moralische Entscheidung. Ja. Fuck off, dude. Das geht halt überhaupt nicht hier. Should have left you there, tied up, right at the water's edge. Well, you can't turn back time. But I'm willing to see to it your conscience don't torment you long. Get him! Ja, Stufe 3 Banditen, okay. Haben wir jetzt einen Nachschub an Hühnerbrötchen. Geld scheint er nicht wirklich dabei gehabt zu haben. Das ist eher mau, was es hier gibt. Also Salpeter könnte ich gebrauchen für Bomben. Ist sonst noch irgendwas? Ja, Schnaps nur. Strange. Ja, vielleicht eine neue Quest. Ein Brief. Liebe Mutter, bisher ist alles gut gegangen. Ich habe noch einen langen Weg zur Stadt vor mir, aber sobald ich dort angekommen bin, schicke ich diesen Brief ab und fange einen neuen Brief an. Ich vermisse dich und Vater sehr. Ich bin mit dem Geld, das du mir gegeben hast, sehr sorgsam. Ich habe bisher kaum etwas ausgegeben. Sobald ich eine Arbeit gefunden habe, werde ich jede Woche einen Betrag beiseite legen und dir meine Ersparnisse regelmäßig zuschicken. Sag Yolanda, dass ich sie sehr liebe und bald holen lasse. Damit sie meine Frau wird natürlich. Ich sprach mit einem Temeria und der sagte mir, dass es in der Stadt mehr Kaufleute als Ameisen in den Wäldern gibt und dass Schreiber immer gebraucht werden. Ich denke, er hat die Wahrheit gesagt. Dein Tom. PS, bitte kraul Fido bitte den Bauch von mir. Okay. Sonst noch irgendwas? Nö. Okay, meine Waffe ist beschädigt. Waffenreparaturset. Damit wir etwas länger halten. Okay, aber dann hätte ich dann. Ja. Ist cool, dass sich das so durchzieht, sozusagen, dass ich den damals gerettet habe, dass es jetzt hier eben Folgen hat. Ja. Das ist die Frage, die ich. Wenn ich jetzt hier anfange, dann werde ich halt echt lange brauchen, um das hier durchzuziehen, hier oben dann. Ich werde jetzt einfach trotzdem, denke ich mal, erstmal zu diesem Anschlagsbrett hier reiten. Mir da durchlesen, was mir da geboten wird. Und danach werden wir Triss aufsuchen. Die, ja,
zweite von Geralts Geliebten, eigentlich, also die Geliebte, der ihn eigentlich durch die ersten beiden Witcher-Spiele begleitet hat. Da war von Yen nicht viel zu sehen. So, da im Hintergrund ist auch dieser Turm, den wir schon häufiger gesehen haben. Aus der Entfernung meistens. Und das da vor uns ist Novigrad. Das ist so die größte Stadt wohl, die es gibt. In Witcher 3. Und sieht echt schon ziemlich beeindruckend aus von draußen. Also massive Stadtmauern. Joa. Sieht ziemlich groß aus. Aber diese unsichtbaren Wände vor den Brücken sind halt echt. Hallo. Okay, dann halt da durch. So, hier irgendwo in dem Dorf. Da ist ein Anschlagbrett. Das geben wir uns eben mal. Hier ist schon durchkommen. Ich suche dich, großer dunkler Fremder. Einen großen Fremden mit dem rabenschwarzen Haar und den smaragdgrünen Augen, der mir letzte Woche auf dem Fischmarkt beim Flunderkauf so charmant zugelächelt hat. Triff mich auf dem Fleischerhof, bitte. Ich werde dort die nächsten 7 Tage jeden Morgen auf dich warten. Okay, die wird 100 Proben gebracht. In Memoriam. Nach langem Kampf gegen seine Krankheit ist Kenfanen, geliebter Ehemann, Vater und Großvater, gestern ins nächste Leben gegangen. Der lese ich jetzt nicht alle vor, da das Gedicht auf was auch immer für eine Sprache. Schreiber erstellt offizielle Schriftstücke. Ich stehe für die Erstellung von Dokumenten jeden juristischen und behördlichen Bedarfs zur Verfügung. Darunter Schadenersatzklagen, Rechnungen, Mahnbescheide, Haftbefehle und Berufungen gegen offizielle Entscheidungen. Meine Gebühren sind moderat, meine Bearbeitungszeiten kurz. Luis Vogler. Gwint-Turnier mit hohen Einsätzen. Gwint-Freunde. Graf Tybalt lädt als stolzer Gastgeber zu einem Gwint-Turnier mit hohen Einsätzen in die Passiflora ein. Es winken nicht nur herausfordernde Partien gegen die Besten der besten Spieler, sondern auch vortreffliche Siegesprämien. Die Teilnahme ist Damen und Herren vorbehalten, die die entsprechende Gebühr aufbringen können. Zudem ist ein überdurchschnittliches Blatt erforderlich, das bei der Anmeldung überprüft wird. Bis bald in der Passiflora. Okay, kann man bestimmt auch immer noch dran teilnehmen. Auftrag, die weiße Dame. Gute Leute, habt Erbarmen mit uns Bauern. Die Felder vor unserem Dorf werden von einer Erscheinung heimgesucht, die das Äußere einer Jungfer hat. Nur nicht das Gesicht, denn ihres ist grässlich und besudelt. Wer sich ihr auf 10 Spann nähert, ist des Todes. So können wir unsere Ernte nicht einbringen und Hunger und Elend erwarten uns, wenn jemand etwas unternimmt. Wir wollen zusammenlegen und das Gold, das wir noch haben, demjenigen geben, der die weiße Dame vertreibt oder tötet. Helma, Witwe von Ignatius. PS. Aufgrund der großen Nachfrage schreibe ich es gleich dazu. Ich habe kein Interesse an einer erneuten Heirat. Okay. Auftrag Teufel in den Wäldern. Verehrter Herr Hexer, falls sich einer in diese Gegend verirrt haben sollte. Ich habe das ungute Gefühl, ach was, ich bin todsicher, dass die Wälder, in deren Besitz zu kommen, ich das Glück hatte, bis neulich war ich jedenfalls noch dieser Ansicht, dass also diese Wälder zur Heimstatt irgendeines grausamen und bösen Teufels geworden sind. Ich hörte vor kurzem einen Trupp Holzfäller an, Zwerge waren es, stramme Burschen, jeder von ihnen hatte in seinem Leben schon unzählige mächtige Bäume gefällt. Du kannst dir also meine Überraschung vorstellen, als sie verschwanden und der einzige von ihnen, der gefunden wurde, behauptete, ein Monster gesehen zu haben. Ich habe einen Preis dafür ausgesetzt, dass jemand mein Waldstück von bösen Kreaturen befreit und ich hoffe sehr darauf, dass ich diese Belohnung bald jemandem überreichen darf. Beste Grüße, Brian Hodge. Ich nehme jetzt diese Dinge einfach mal nicht mit und gucke, was passiert, ob ich die Quest auch so bekomme. Scheinbar nicht. Schade. Ich hätte gedacht, dass das funktioniert. Das ist. Das heißt, ich muss tatsächlich diesen ganzen Zettel mit mir rumschleppen. Ja. Okay, shit. Das Gwint-Turnier ist hier tatsächlich auch als Auftrag. Ja.
Okay, dann nehmen wir die Quest jetzt so eben mit. Auch okay. Ja, und jetzt gehen wir, denke ich, erstmal Triss besuchen und machen dann alles weitere. Hier solche Sachen. Vielleicht nehme ich das gerade noch mit, wenn ich da irgendwie einen schnellen Weg runter sehe. Also diese unsichtbaren Wände sind ziemlich nervig, muss ich gerade mal sagen. Ich komme hier leider echt nicht durch. Okay, das heißt, ich kann mich eigentlich echt nur zu Fuß hier bewegen, leider. Ich finde es ein bisschen schade. Zwielichtige Person, die ich ansprechen kann. Hallo? Okay. Will nicht mit mir sprechen, schade. So, hier im Wasser war doch noch das eine Ding, oder? Schmugglerversteck. Ah. Gewieft. Die haben mir quasi links dran gehängt. Leere Fässer. Mit die Auftrieb haben, die Dinger. Ich möchte gerne auftauchen, danke. So, gucken, ob ich einfach so in die Stadt rein darf oder ob ich irgendwer aufhalten möchte hier von den Wachen, die erstmal spawnen müssen. Wonderful, sagt er. Ja, finde ich auch. Naja, ich mache ja nichts. Ich weiß, ich bin ja nicht so wirklich erwünscht als Hexer, aber ich habe mein Recht, dass ich in der Stadt bin momentan. Eine Hure. Wobei werden hier Reden gehalten, religiöse Art und Weise. Also die Priester von der Weißen Flamme sind hier scheinbar am Start. Da ist der Hafen. Sieht schon ziemlich nach so einer mittelalterlichen Stadt aus, muss man sagen. Also es ist echt gut gelungen. Der Fischmarkt. Überall sind hier Schmieden, das ist auch schon gut. Ich weiß, dass es hier auf jeden Fall ja diesen einen Waffenschmied geben soll, der ziemlich abgeht. Die Götter haben das Wehklagen des Landes erhört. Das lange Warten hat endlich ein Ende. König Radovid wird den Norden retten. Okay. Also Propagandaposter sind auch am Start. Für Radovid. Das ist auch der letzte verbleibende König im Norden, alle anderen sind tot. Our Novigrad, shining and brilliant, pearl among cities, cradle of the... No evil can survive the holy fire. The holy fire enlightens, burns, and cleanses. Behold the flame of grace and mercy. Special pyre for you, freak. Nice, slow burning. You'll beg for mercy in all the voices known to you by the others of your species. I wanted only to live like you! Help me, kind folk! Please!
Ich glaube, Geralt sollte über Kontaktlinsen nachdenken. Burnt Doppler. Ja, the stench is entirely different. It's a rank. Wir haben den Charaktereinträge bekommen. Und eine neue Quest. Wo auch immer die hin ist. Ah, hier war das, glaube ich. Ach, das war das mit dem Gwyn-Turnier immer noch. Okay, das ist jetzt aufgepoppt. Ja, aber andersartige Menschen sind scheinbar, oder auch Rassen sind scheinbar nicht so wirklich erwünscht, gerade hier im Norden. Und wie ich das verstanden habe, lässt Radu wird ja auch Hexen verfolgen. Kann ich verstehen nach Witcher 2, wo die Hexen versucht haben, ihn abzusetzen und alle anderen auch. So, guck mal, wie es Triss geht. Hey, sod off. We're looting here. Not here for the loot. Interested in the sorceress who lived here. And we're supposed to believe that? Yeah. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Who's she hiding from? Temple guards cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. Someone's gotta know more. I'd look for her in a putrid grove. Putrid Grove. Interesting, as names go. A hive of scum and freakery if there ever was one. No decent folk show their hides there. That why you think I should look for my friend there? Oh, I meant no offense. Das wird darauf hinauslaufen, dass das Ding einfach geradet wird, während ich da drin bin, auf jeden Fall. Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Rumor has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you gotta get there through the sewers, but you gotta enter them outside of town. Few know where exactly, though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief, follow him. Beggars and thieves gotta pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king? Crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone call for me. Wonder why. Miss Menger. Temple God! Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offense? This is some sorceress bitchy shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. You know a bat can sniff out a moth a mile away. Got nothing to do with their sense of smell. It's about their hearing. Well, well. Man knows his bats. Here I thought you only cared about monsters. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind. I haven't done anything wrong. But you will. Sooner or later, your sort always causes trouble. And this city's mine to protect. Mine, and the Eternal Fires. Nothing I can do to you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error,
You'll make a mistake, it's inevitable. I'll be the first to learn of it. And when I do, it'll be standard procedure. Like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Okay, ich habe mir auf jeden Fall schon mal Freund gemacht in der Tempelwache, nachdem ich gerade mal, keine Ahnung, 5 Minuten in der Stadt bin. Richtig gut, Geralt. Das ist hier auf jeden Fall ein richtig angenehmer Ort. Okay, also ich kann entweder mit einem Bettler sprechen, ich denke, das werde ich erstmal machen. Kann ich hier noch irgendwas suchen oder sehen? Ah, Triss hat mir immer einen Runen dagelassen. Und ein Buch. Nehmen wir einfach alles mal mit. Ich glaube, hier in Novigrad müsste auch die Bank sein, die mir meine Kronen umtauscht. Muss ich jetzt natürlich erstmal alles finden, den ganzen Krempel. Und die ganzen Anschlagsbretter sind natürlich auch noch hier, die ich jetzt abarbeiten kann. Ja, wir reden erstmal hier mit dem Bettler, der hier vorne irgendwo steht. Okay, erstmal gibt es noch eine Zwischensequenz. Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal, you wretch. I've been robbed! Thief! Okay. Dem Dieb könnte ich jetzt halt folgen. Will ich gerade aber nicht. Ich gucke mir erstmal das Anschlagsbrett einfach noch an. Warnung an Neuankömmlinge. Neuankömmlinge seien hiermit gewarnt, dass Novigrad das ewige Feuer und nichts als das ewige Feuer verehrt wird. Jedwede andere Religionsausübung gilt als Akt der Ketzerei und wird mit vollem gesetzlichen vorhergesehenen Umfang, also durch öffentliche Verbrennung, bestraft. Namentlich sind das Tragen anderer Göttersymbole, das Durchführen von Ritualen zu Ehren anderer Götter und das Predigen anderen Glaubens verboten. Seine Exzellenz Cyrus Engelkind Hemmelfahrt, Hierarch des ewigen Feuers. Prosa in Groß. Am kommenden Dienstag erfolgt eine Lieferung der aktuellen Prosa Kitwins an das Lagerhaus beim Platz des Hierarchen. Nur für Großabnehmer, okay? Auftrag Spukhaus. Ich suche einen Hexer von untadeligem Ruf, vorzugsweise mit dokumentierter Erfolgsgeschichte und schriftlichen Referenzen, der die Aufgabe übernimmt, die Ländereien der Residenz vor der Stadt zu durchkämmen, welche kürzlich vom unterzeichnenden Graf Kurt Dussard eingenommen wurde, um die Kreatur zu vertreiben oder zu töten, die dort ihr Unwesen treibt. Es wird eine ansehnliche Belohnung garantiert. Es gibt sich die Ehre, Kurt Dussard, Graf von Gnaden, König Volltests, vorübergehende Residenz im Eisvogel. Okay. Auftrag Kobold. Im Auftrag der Kaufmannsgilde gebe ich hiermit das folgende bekannt. Eine ungewöhnlich dreiste Bestie, wir gehen von einem Kobold aus, bestiehlt neuerdings den Markt beim Stadttor. Sie hat zwar noch keine Menschen angefallen, doch bereits für reichlich unwiederbringliche finanzielle Verluste gesorgt. Wer sie fängt und tötet, soll eine stattliche Belohnung erhalten. Gemäß dem Dekret Nummer Tralala, unsere verehrten, werten Ratsherren sogar steuerfrei. Das ist ja nett. Zögert also nicht, uns zu helfen, gute Leute. Der Einzelhandel ist das Rückgrat einer gesunden Volkswirtschaft und somit ist das finanzielle Wohlergehen der Kaufleute dieser Stadt in unser allerbestem Interesse. Sylvester Amello, Kaufmann. Und auch mit Faustkämpfe. Wer Lust auf zünftige Prügeleien hat, findet in unserer schönen Stadt zahlreiche würdige Gegner. Interessiert? Meldet euch einfach beim Turnier an. Diese ehrenwerten Herren warten auf euch. Georgius Rambok Georg, Archibald O'Neill, der eiserne Hauptmann Mortimer und Durden, bekannt als der Schneider. Tyler Durden aus Fight Club. Auftrag Monster in den Scherben. Per Erlass Nummer sowieso des Stadtrats erhält derjenige eine Belohnung, der das Monster tötet, welches die Einwohner der Scherben nach Einbruch der Dunkelheit terrorisiert und tötet. Der einzig akzeptable Beweis für den Vollzug dieser Tat ist eine Trophäe vom Monsterkadaver. Ja, das bedeutet, dass die Zeugenschaft von Müttern, Vettern, Tanten nicht ausreicht, auch nicht der Eid irgendeiner anderen Person, ungeachtet des behaupteten Verhältnisses zwischen euch zum Hierarchen oder irgendwem sonst. Außerdem ungeachtet der behaupteten Vertrauenswürdigkeit, die jedermann in eurer Lieblingstaverne bezeugen kann. Weitere Informationen und auch die Belohnung gibt es beim Distriktinspektor der Scherben, Lund,
Bevollmächtigter des Stadtrats, Distriktinspektor der Scherben. Okay. And how? Buxom lasses from the land already taken so, by Nilfgaard. Sind hier irgendwo? Ach, hier ist wieder ein Dieb am Start. Don't bother. You read my. He sensed something. Gotta stay further back. Ja, das machen wir jetzt noch nicht, denke ich mal, dass ich dem jetzt folgen will. Das hier sind die ganzen Quests, die ich jetzt gerade neu bekommen habe. Ich würde eigentlich gerne mit irgendeinem Bettler sprechen. Vielleicht machen wir kurz noch, aber vorher nochmal das andere Brett, wo ich halt eh schon gerade hier in der Nähe bin. Dieses Brett hier nehme ich gerade nochmal an. Ich denke, dann werde ich mich erst der Quest tatsächlich widmen. Vielleicht finde ich auf dem Weg ja schon irgendwas, was ich dann erledigen kann. Könnte sich ja ergeben. Da oben ist zum Beispiel ein Bettler, mit dem ich reden kann. Das werden wir dann mal in der nächsten Folge aber machen erst. Arbeiten eben noch das eine Auftragsbrett hier am Hafen ab. Außerdem habe ich dann schon mal ein paar Schnellreisepunkte. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal durch die ganze Stadt hier latschen, denke ich mal. So, gesucht erstklassiges Brennholz. Der Kult des ewigen Feuers ist am Ankauf von Brennholz bester Qualität interessiert. Warum wohl? Wer es liefern kann, soll nicht nur gut verdienen, sondern kann sich so auch am Kampf gegen Ketzerei und Wollust beteiligen, weil das Holz für die Scheiterhaufen zum Einäschern von Magiern und anderem Abschaum verwendet wird. Seine Exzellenz Cyrus Engelkind Himmelfahrt, Reich des ewigen Feuers. Die Kanalisation nicht betreten. Wir möchten die ehrenwerten Einwohner Novigrads informieren, dass die Tempelwache letzte Woche 3 Leichen aus der städtischen Kanalisation geborgen hat. Sie sehen aus wie folgt. Männlich, mittleren Alters, wohlhabend gekleidet, Geburtsmal an der Schulter. Weiblich, älter, in blaues Nachthemd gekleidet, zahlreiche stumpfe Verletzungen. Männlich, jung, nackt, unanständige Tätowierung in Leistengegend. Die Leichen werden bis zum Monatsende untersucht, identifiziert und dann eingeäschert. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um unsere verehrten Mitstädter vor dem Betreten der Kanalisation zu warnen. Trotz kontinuierlicher Anstrengungen seitens unserer Tempelwache ist es dort außerordentlich gefährlich. Der Rat der freien Stadt Novigrad. Maße und Gewichte. Okay, das ist jetzt nicht so interessant. Ich lese jetzt einfach mal nicht vor. Das ist halt, wie hier gerechnet wird. Wen das interessiert, kann jeder sich kurz durchlesen. Nilfgaardisches Kulturfest abgesagt. Es schmerzt mich, mitteilen zu müssen, dass angesichts der jüngsten Ereignisse die Entscheidung getroffen wurde, das Nilfgaardische Kulturfest abzusagen. Botschafter Faatre. Ja, wundert mich jetzt nicht. Die führen nämlich Krieg gegeneinander. Will ich auch nicht das Kulturfest meines Gegners feiern. So, Auftrag der Tempelwache der freien Stadt Novigrad. Mitgetreue der Flamme. In den vergangenen Tagen sind einige Offiziere der Tempelwache auf grausamste Art zu Tode gebracht worden. Es wurde umgehend mit Nachforschungen zur Aufklärung des Verbrechens begonnen und der Täter wird alsbald den eisernen Griff der Justiz am Halse spüren. Wer der Wache helfen kann, den oder die Mörder zu stellen und zu bestrafen, soll sich sofort beim nächsten Wachposten melden. Es ist eine Belohnung vorgesehen. Ebenso sei hiermit kundgetan, dass jeder, der diesen Banditen hilft oder Hinweise im Zusammenhang mit diesem Verbrechen verschweigt, mit Folter, Einkerkerung oder sogar dem Tod bestraft wird. Feldwebel Gilbert Witschke. Gwint Wimme Vivaldi betrügt. An alle Gwint-Spieler. Der Zwergenbankier Wimme Vivaldi ist ein Betrüger und Kartenzinker. Mit typischen Underling-Tricks hat er mich besiegt und danach ohne Umschweifen meine Karten verlangt, ohne mir die Gelegenheit zu einer Revanche zu geben. Wer gegen ihn antritt, ist selber schuld. Ein Wohlmeinender. Okay, das kann ich. Zählt scheinbar auch noch als Auftrag. So. Ah, das sind also die Gwint-Spieler in der Großstadt, die ich dann da besiegen muss. Das werden wahrscheinlich auch mehrere sein. Und in der Vivaldi-Bank werde ich, denke ich, wahrscheinlich auch mein Geld dann umtauschen dürfen. Ich suche jetzt mal kurz noch einen coolen Ausblick. Ich stehe jetzt einfach mal hier vielleicht auf diese Brücke. So, und hier. Machen wir was Feuer an. Nice. Geht's dann beim nächsten Mal weiter.